Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit fast 30 Jahren bin ich in der Politik aktiv. Und jedes Jahr höre ich am Internationalen Frauentag immer warme Worte der Bundesregierung. Aber geändert hat sich wenig. Und wir sagen zu wenig bei den Arbeits- und Lebensbedingungen. Und um die geht es nämlich, meine Damen und Herren, wenn wir am Internationalen Frauentag eine Debatte machen. Es geht um die Verkäuferin im Einzelhandel, die einfach keine Vollzeitstelle bekommt. Aber in Teilzeit reicht der Lohn nicht. Also muss sie einen Zweitjob annehmen. Bei der nächsten Änderung des Schichtplanes muss sie aber zittern, ob die neuen Zeiten mit ihrem Zweitjob vereinbart sind. Es geht um die Pflegerinnen, die miserable Arbeitsbedingungen haben und niedrige Löhne mit niedrigen Löhnen abgespeist werden. Schaffen Sie endlich den Niedriglohnsektor ab. Das ist Ausbeutung und nichts anderes, meine Damen und Herren. Unfreiwillige Teilzeit, Minijobs, Niedriglohn, Arbeiten ohne Sozialversicherung. Davon sind doch Frauen besonders betroffen. Die Linke fordert klare Regeln für gute Arbeit, die für Frauen spürbar etwas bewirken. Und niedrige Löhne ziehen immer niedrige Renten nach sich. Altersarmut ist davor programmiert. Sorgen Sie endlich dafür, dass Frauen im Alter eben nicht an den Tafeln von den Tafeln angewiesen sind. Die Linke sagt, rauf mit dem Rentenniveau auf 53% und eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro, dass ein Leben in Würde machbar ist. Frauen wie auch Männer müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, oft zu miserablen Bedingungen. Aber die Arbeit von Frauen wird schlechter bezahlt und Frauen leisten den größten Anteil der Fürsorgearbeit in der Familie. Beides hängt zusammen. Und das zu ändern, da reichen weder die Sonntagsreden oder aber auch die Gesetze mit den schönen Namen nicht. Da ist Mut gefordert für grundlegende Veränderungen und das haben sie nicht. Die letzte Bundesregierung kümmerte sich lieber um 20 Aufsichtsrätinnen statt um 20 Millionen erwerbstätige Frauen. Die neue Bundesregierung hat ein Recht auf Rückkehr in Teilzeit, aus Teilzeit in Vollzeit eingeführt. Aber ein Großteil der Beschäftigten geht leer aus. Gleichstellung für einige wenige ist eine Alibi-Politik, aber keine Politik, meine Damen und Herren. Und ich will es mit den Worten von Clara Zetkin sagen. Der Kampf um die Gleichstellung der Frau ist kein Kampf zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten. Denn es geht nicht um den steigenden Frauenanteil in Aufsichtsräten. Es geht darum, die Interessen der Menschen durchzusetzen, die in der Gesellschaft benachteiligt sind. Und dafür steht die Linke. Die Linke fordert, Frauen gehören die Hälfte der Sitze in den Parlamenten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gute und selbstbestimmte Arbeitsbedingungen, starke Betriebsräte und Gewerkschaften und eine verlässliche soziale Sicherung. Und das nicht nur am Internationalen Frauentag, nein, 365 Tage im Jahr. Dankeschön. Entschuldigung wegen meiner Stimme. Jetzt erteile ich das Wort der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.